Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Building on a Budget und ich habe euch mal wieder was Besonderes mitgebracht. Ich habe wieder versucht, ein sehr, sehr preiswertes Deck zu bauen und versucht, das Ganze unter 10 Euro zu halten. Das ist sehr gut angekommen und nachdem ich letzte Woche einen Deckcheck hatte, welcher auch wieder eigentlich ganz gut angekommen ist, habe ich diese Woche nochmal ein Building on a Budget für euch vorbereitet und es dreht sich um Feed the Pack, lässt der Videotitel ja schon vermuten. Und es ist eine Karte, die ich einfach ausgewählt habe, weil ich sie vom Flavor eigentlich ganz cool fand und habe mir dann überlegt, wie kann man die Karte denn am besten einsetzen. Die Deckliste habe ich euch links jetzt mal eingeblendet und das ganze Deck ist auch T2 legal, weil da haben viele auch immer nachgefragt, weil sie das eigentlich immer recht wichtig fanden. Und ja, da habe ich das dann doch nochmal versucht. Das ist dann so ein bisschen so ein kleiner Sprung zwischen T2 und dennoch Budget. Und die Kosten liegen bei 10 Euro ohne Porto auf Magic-Kartenmarkt. Die teuerste Karte ist in der Tat Tree of Redemption, ist ja auch eine Mystic Rare. Den gibt es ungefähr im Playset für 5 Euro 4 Stück. Und den Rest der Karten, den kriegt man eigentlich sehr preiswert zusammen. Also es sind echt Karten, die überall rumfliegen. Vielleicht besitzt ihr sie auch schon selber, ansonsten kann man die auch noch sehr leicht tauschen. Und viel Geld kosten sie auf jeden Fall auch nicht. Also es ist recht leicht zusammenzustellen. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail angucken. Und ja, Feed the Pack habe ich ja eben schon kurz erwähnt. Ist eine Verzauberung für 6 Mana. Zu Beginn eures Endsteps könnt ihr eine Nicht-Spielstein-Kreatur opfern, dann kriegt ihr x grüne 2-2er Wolf-Kreaturen-Spielsteine, wobei x der Widerstand der geopferten Kreatur ist. Und ja, und wie kann man das jetzt bestmöglichst ausnutzen? Die Karte fand ich so schon ganz schön, als sie released wurde. Also, ich fand sie erst nicht unbedingt spielstark, aber ich fand sie vom Flavor her auf jeden Fall ziemlich cool. Und jetzt wollte ich mal ein durchaus spielbares Deck daraus bauen. Und ja, optimal Tree of Redemption, das ist ja auch wie gesagt eben erwähnt, die etwas teurere Karte, 5 Euro im Playset ungefähr. Ja, ist eine Pflanze für 4 Mana, 013 Defender. Also, sie blockt erstmal ungefähr gefühlt alles auf dem Boden weg. Wenn man sie in das Feed the Pack reinopfert, kriegt man 13 2-2er Wölfe, also 26 Power aufs Feld. Das ist schon mal ziemlich Finisher stark, würde ich mal sagen. Und der Effekt ist auch noch gleichzeitig ziemlich lustig, weil es extrem gut gegen Aggro oder Burn. Denn wenn man den Baum tappt, kann man seine Lebenspunkte mit dem Widerstand des Baumes austauschen. Also entweder, wenn man sehr wenig Lebenspunkte hat, dann kann man seine Lebenspunkte wieder auf 13 erhöhen. Beziehungsweise, man könnte den Baum, auch wenn man ihn ausspielt und noch keine Lebenspunkte verloren hat, 20 Widerstand geben, beziehungsweise falls man nachher noch Leben dazu kriegt und man hat dann selber nur noch 13 Lebenspunkte, kriegt dafür aber 20 Wölfe. Aber ja, das kann man dann natürlich je nach Spielsituation immer noch selber entscheiden. Also der Tree of Redemption ist eine Karte, die einfach sehr, sehr, sehr gut hier ins Deck reinpasst. Alternativ noch eine super Common, die eigentlich überall rumfliegt. Wall of Tanglecord. Das ist eine Mauer für 2 Mana, die auch noch Fliegende wegblocken kann. Das ist eigentlich ganz gut, sich dann noch gegen fliegende Kreaturen zu verteidigen. Und sie hat 0,6. Also sie wird zu 2 Mana, eigentlich zu 6 2-2er Wölfen. Das ist einfach ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das kriegt man selten bei Magic. Und zusammen mit Feed the Pack ist sie halt einfach endlich mal eine sehr gute Karte, weil sonst sieht man sie eigentlich nie auf dem Feld. Und jetzt hat man endlich mal einen Nutzen für die Wall of Tanglecord. Also sie passt auch noch perfekt hier ins Deck rein. Und dann der Baum, beziehungsweise seine guten Kreaturen, die möchte man natürlich beschützen. Da ist Sheltering Word eigentlich eine ganz coole Karte. Man kann einer Kreatur Hexproof geben, also falls irgendwie eine wichtige Kreatur von euch ein Removal abkriegt, gibt man ihr spontan Hexproof. Kriegt dann zusätzlich auch noch so viel Leben, wie die Kreatur Widerstand hat. Bei dem Baum werden das dann wieder 13 Leben. Auf jeden Fall eine Karte, die auch sehr gut hier ins Deck passt. Blunt Assault, zweimal vorhanden. Man kriegt ein Leben für jede Kreatur auf dem Spielfeld. Falls man schon ein paar Wölfe auf dem Feld hat, ist es ganz gut. Spielt man gegen Aggro oder Token, kann man sich so noch ein bisschen Lebenspunkte dazu machen und zusätzlich allen Kampfschaden in diesem Zug verhindern, sich also noch eine Runde Zeit kaufen, falls es mal eng wird. Und ja, passend dazu, Rocks Facemender ist eine ganz nette Karte. Er ist nicht unbedingt, wir wollen nicht unbedingt super viel Leben dazu kriegen. Wenn wir Leben dazu kriegen, kriegen wir doppelt so viel zurück. Es ist schon mal ganz nett. 1,5, er hat noch Lifelink, gibt ab und zu halt immer noch mal einen Lebenspunkt dazu. Er ist ein sehr guter Blocker. Natürlich können wir ihn auch ins Feed the Pack opfern für 5 Wölfe, also für 10 Power insgesamt. Er passt halt so ganz nett ins Deck, ist aber auch nur 3-mal vorhanden. Und dann noch hier als alternative Win-Option haben wir hier noch Chalice of Life, beziehungsweise Chalice of Death, wenn er dann flippt. Zum Tappen kriegt man Leben und wenn man 10 Leben mehr hat als unsere Startlebenspunkte, also 30, dann kann man ihn transformen. Und wenn man es schafft, einen Chalice zu transformen, ist das schon ziemlich gut. Man kann dem Gegner dann jede Runde 5 Leben abziehen oder ihn 5 Leben verlieren lassen. Und auf 30 Leben kommt man eigentlich recht leicht. Mit Sheltering Word ist das meistens überhaupt kein Problem.
Und ist auf jeden Fall noch ein netter alternativer Finisher, falls es mal mit Feed the Pack nicht funktionieren wollte, sollte. Dann noch ein bisschen Mana-Beschleunigung. Wir wollen ja nicht urlangsam sein mit diesem Deck. Schließlich müssen wir recht schnell auf 6 Mana kommen. 3 Llanowar-Elfen, 4-mal Avacyn's Pilgrim, die direkt in der ersten Runde gelegt werden können, um uns dann schön direkt schnell zu beschleunigen. Und dann habe ich noch 2 Silklash Spider. Ich hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Deck gegen fliegende Kreaturen. Da hat sich die Spinne eigentlich ganz gut angeboten. 2, 7 Reach. Man kann für 2 Mana und X allen fliegenden Kreaturen X Schaden zufügen. Also wenn der Gegner viele fliegende Sachen hat, ist sie einfach Massenremoval beim Gegner. Ziemlich cool. Alternativ, sie hat wieder 7 Widerstand. Ist also auch ein ganz schönes Ziel für Feed the Pack. Und abschließend im Zubehörbereich natürlich noch 3 Oblivion Ringe. Wir haben Zugriff auf Weiß, also muss Oblivion Ring eigentlich gespielt werden. Das Allzweck-Removal in Weiß, also auf jeden Fall hier noch eine Empfehlung. Ja, das Ganze 23 Länder und das Deck hat kaum doppelfarbige Karten. Nur die Spider hat jetzt doppelgrün. Es lässt sich eigentlich ganz gut machen. Wer noch auf Nummer sicher gehen will, kann natürlich noch Evolving Wilds oder Terramorphic Expanse bei den Ländern spielen oder bessere doppelfarbige Länder, zum Beispiel Sunpetal Growth wäre da natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich habe es jetzt hier komplett auf Standardländern gelassen, weil es so eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Ja, das war es auch schon wieder für dieses Building on a Budget. Feed the Pack. Mal ein Flavor-gestütztes Building on a Budget. Ich habe es versucht, richtig preiswert zu halten und ich hoffe, das Deck hat euch gefallen und ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn ich die Decks ab und zu mal sehr, sehr, sehr preiswert halte. Ja, wie gesagt, das war's für dieses Wochenende. Bald kommen wieder ein paar Let's Plays. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.